Hallo. Heil. Oh, guck mal, hier oben sind drei neue Dinge. Is this a children? Ich glaube, das ist ein Children, ja. Okay. Is this homo? Ich oh nein, verbotenes Wort. Schreib Homos. Is this a hobo? Ja, auf jeden Fall bei den Klamotten. 9 Follower, Junge. 9. 9, Junge. 9. Wer folgt mir denn? Das könnte vielleicht noch von Sims 3 sein, weil bevor das Spiel rauskam, konnte man irgendwelche komischen Videos da machen aus irgendwelchen Zusammenschnitten. Das war halt fucking retarded. Und da habe ich halt ganz einfach was gemacht. Einfach irgendwas random zusammengeschnitten. Es könnte sein, dass mir da ganz früher dann Leuten gefolgt sind, die mir immer noch folgen, weil die einfach nicht wissen, dass sie es machen. Vielleicht. Das war sogar noch auf einem Maxis-Account und nicht auf einem EA-Account, glaube ich. Good old times. Gut. Hey, so ist es mit den meisten meiner Abonnenten auch. Ja, verständlich. Ja. Die eine jammt ab. Hey, müsste so ein bisschen liegen gesippt werden. Hallo. Ich glaube, das hast du nicht im Spiel. Ich glaube, das hab ich. Ich glaube, das hast du auch nicht. Zu einem ausgiebigen. Tatsächlich habe ich Lean. Na, schmanis des. Gäh. Dilly. Damn boy, he thick. He's a thick ass boy. Will die verfickte gelbe Jacke. Junge, ich glaube, zu deinem Geburtstag kauft dir eine verfickte gelbe Sweatshirt-Jacke. Ich meine, die kosten nichts, oder? Ich habe keine Ahnung. Also, ich denke dabei an eine Stoffjacke. Die dürfte nicht so teuer sein. Das ist einfach nur eine Sweatshirt-Jacke. Ja. Das ist keine gelbe Regenjacke, sondern eine, in dieser Farbe eine Sweatshirt-Jacke, genau. Ja. Das ist einfach so ein Hoodie mit Zipper. Genau. Sieht fucking nice as fuck aus. Ich weiß nicht, warum mich diese Farbe so angefixt hat. Willst du die 100% Baumwolle haben, weil das wird teuer? Ich trage auch 110% Polyester, das anfängt zu brennen, wenn man drauf niest. Stell dir vor, du trägst Polyester im Jahr 2000 nach Christus. Ich hab irgendeinen Pulli, der glaube ich so 14 Euro gekostet hat, mir mal aus China bestellt gehabt. Aus China, Junge, lösch dich. Der sah aber ziemlich fucking nice aus, und deswegen habe ich ihn überhaupt bestellt und den gab's nicht mit Baumwolle. Warum sippt sie denn nicht? So richtig fucking billig sieht der aus. Vom Stoff her. Keine Ahnung, Paul. Sie will nicht anscheinend. Vampir. Sippen. Sip. Da, boah. Ah, jetzt. Yes, warum muss sie dafür erst auch ihr Outfit wechseln, weil er ist gerade durch und durch gefaced. Easy peasy. Muss ja bald mal wieder mal lochen. Ne. Kennst du das, wenn dein Spiel mit 3 FPS läuft, obwohl du eine Grafikkarte hast, die teurer ist als die Rechner der meisten Menschen? Nee, mein Rechner ist nicht so teuer, deswegen. Aber fast, oder? Meine Grafikkarte ist auch nicht so teuer, nee. Hä, die kostet bestimmt nur noch 400 Euro. Das könnte sein, ja. Meine ist auch nicht viel teurer, nur etwa das Dreifache. Ja, nur etwa das Dreifache halt, ja. Also nicht so viel. Muss mir auch mal die RTX 2080 Ti, nee, obwohl lieber nicht. Warum nicht? Dein RTX ist kaputt gegangen. Ja und? Aber jetzt funktioniert das RTX. Nein, mein RTX war schon vorher kaputt. Also meine Grafikkarte war schon immer komisch, weil ich hatte ja mal gesagt, wenn mein PC in den Ruhemodus geht, und er dann wieder praktisch aus dem Ruhemodus, also nicht Ruhemodus, aber wenn man halt Maus nicht bewegt und Bildschirm ausgeht, dann geht er in so ein Halb-Ruhemodus, sag ich mal, bekannt. Ja. Und da war halt eine gute Chance, dass er daraus nicht mehr wieder erwacht ist. Also er hat sich entsperrt und dann war einfach alles gefreezed. Und ich dachte, immer eingeschlafen. Und ich dachte so, ja, wird wahrscheinlich irgendein Fehler von irgendwas sein, kann ich jetzt nicht ausschließen. Und seitdem meine Grafikkarte repariert wurde, ist das nicht mehr so. Das heißt, ich würde mal tippen, es liegt da dran. Oder lag ja, da. Ja, davon gehe ich auch aus, ja. Und das Beste ist auch, wenn man so einen Fehler hat. Aber wer sagt, dass der zählt? Ja. Genau. Also die war ja von Anfang an schon kaputt und... Ich beobachte erstmal, ob das jetzt bei dir auch hält, bevor ich mir den dann hole. Was würdest du sonst kaufen? Würdest du eine fucking AMD-Grafikkarte kaufen? Auf jeden Fall. Ich ja, möchte, mach dass mein PC zusammenschmilzt. Ja, mach doch. Hier kauft ihr die neue Generation von Intel-Prozessoren, weil die sollen echt warm werden. Ah ja, sollen sie. Ja, habe ich gehört von einer Seite, von der anderen Seite glaube ich nicht. Das muss man mal beobachten. Aber ich glaube, die können richtig viel Watt durchbrennen. Also 250 Watt können die locker durchhauen. Die Intel? Ja. Und dann werden die auch dementsprechend heiß.
Ja. Interessant. Schätze ich mit Intel zu AMD. Ja, stell dir vor, es ist 2018 und es ist einfach Intel und dann ist 2019 und dann ist es einfach AMD, Junge. Was mache ich überhaupt? Was mache ich hier? Das ist eine gute Frage. Sie hat sich jedenfalls gerade hingekniet und ich bin enttäuscht darüber, dass sie keinen Blowjob gegeben hat. Wie lösche ich Kirschi aus meinem Let's Play nachträglich? Ich könnte ein gewisses Gerät hinter mir fragen. Dies ist so traurig. Spielen Sie Despacito. Ach, ein gewisses Gerät hinter. Ich dachte, du hast dich auf deine Freundin bezogen. Nee. Gott, ich bin gerade mit der Gesamtsituation überfordert. Reste nehmen. Was macht sie überhaupt? Logik, hier. Da, geh in die Sterne gucken. Und sie ist... Hausaufgaben mal machen. Thirsty. Guck, wir haben ein Tierchen gefangen. Ach ja. Ja, moin. So, erwachsen werden kriegen wir hin. Gastronomiekarriere kriegen wir auch hin. Wann wird sie denn? Ja. Empfänglich. 3. Empfänglich, ja. Wann kann also sie denn die Trächtigkeit empfangen? Ja, leider. Warte, er kann noch ein Buch schreiben. Das könnte er, ja. Sie auch. Am besten alle Bücher schreiben. Genrebuch schreiben. Drehbuch? Drehbuch. Ein Drehbücherbuch. Ja. Ich glaube, das ist auch schon der Name dafür. Trebuchet-Buch. Nein, Trebuchet. Trebuchet. Trebuchet-Buch. Dies ist sehr gut. Dies ist sehr gut und kann, wie schwer? 100 Kilo Steingeschosse über eine weite Entfernung katapultieren. Sagt man das? Ja. Doch. Sehr schön. Stell dir vor, 2020 ist kein Trebuchet. Ist halt echt so. Stell dir vor, es ist 2020 und du hast keine Smartwatch, Junge. Stell dir vor, es ist 2020 und du hast kein Corona. Junge, stell dir vor, du hast wirklich kein Corona, Junge. Wer lebt denn heutzutage noch? Keiner. Deiner Spaß am Rande, Smartwatch ist fucking unnötig, aber ist halt nice to have. Also man braucht sie wirklich null. Ja, ist ein nettes Gimmick, nehme ich an, oder? Es hat absolut keinen Vorteil. Außer, dass dein Akku von deinem Handy vielleicht schneller leer wird, weil Bluetooth durchgehend läuft. Ah ja, sehr schön. Also alles entspannt, so wie es sein muss. Was mit deinem anderen sprachgesteuerten Gerät? Ja, das ist auch fucking useless, aber fucking cool. Vor allem, wenn man zwei Lampen hat, die man damit steuern kann. Ja, das ist chillig. Kannst du mal dimmen oder so. Na, auf Sprachbefehl. Alexa, schalte die Wandlampe an. Hat sie getan? Ja, Wandlampe ist an. Sehr schön. Alexa, Wandlampe auf rot. Oho. Jetzt habe ich eine rote Wandlampe. Eine steamy Stimmung. Jetzt kommt gleich irgendeiner aus meinem Sims Let's Play in deine Tür rein und dann geht ab. Er hat ein scheiß Buch fertig geschrieben, Junge. Na, aber es ist Zeit, dass... Wieso wird sie angerufen, während sie in der Schule ist? Sie ist ja nicht in der Schule. Nee, selbstveröffentlichung war scheiße, ne? Ich muss ja einen Verlag verkaufen. Ja. Sie ist... Ausgezeichnet! Sie arbeiten? Nee, die ist doch in der Schule. Ja, aber Emre war sie noch nicht in der Schule. Sie hat wahrscheinlich auch bekommen, weil sie nicht in der Schule war. Als sie angerufen wurde, war sie schon in der Schule. Na. Sie wurde angerufen, als sie ihre Hausaufgaben hier noch gemacht hat. Dann ist sie gerade langsam runtergegangen. Wir haben sie noch verschwinden sehen. X. Junge, dickes guck dir das scheiß Video an. Ja, das werde ich. Wirst du nicht, das wissen beide. Vielleicht doch nicht. Ja, 100%ig nicht. Da bin ich mir so 99% sicher. Wäre es Receiver 2, dann würde ich es mir angucken. Oder ich muss ganz dringend los. Hör mal auf die Uhr. Oder Boneworks, dann würde ich es mir auch angucken. Im Namen der Freundschaft. Schwänze. Schwänze klingt gut. Ich hab nur legit das gelesen, hab einfach Schwänze gewählt. Wer in 2021 nicht nur Schwänze bevorzugt,
Steinzeit. Ja. To be honest, tot verdient, ey. Ist so. Böses, episches... Episches Training. Episches... Oh. Damn, boah, he buff. He's buff as boah. Buff as boah. Ist das mal fertig mit Logik? Nein, immer noch nicht. Kommt nicht klar auf Logik. Guck, jetzt krieg ich wieder Schlucker, weil wenn ich wirklich Schlucker bekomme, töte ich mich. Fucking Seppuku, Junge. Understandable. Hast du Schluck auf. Ist nervig. Ich hatte heute schon Schluck auf, ich bin fast gestorben. Hab mir jetzt sauer in den Mund gekotzt. Geil. Oh Gott. There he is. Damn, boah. He stank. Ich werde jetzt einfach 9 Minuten. Einfach 9 Minuten die Luft anhalten. Ich weiß nicht, ob du das überleben kannst. Doch, kann man. Ich glaube, es gibt irgendwelche Leute, die 20 Minuten die Luft anhalten können oder so. Ich glaube, 10 ist schon echt viel. Meine Fresse, warum ich den Schluck auf? Aus Prinzip. Du sollst im Let's Play Schluck aufkriegen. Das ist schrecklich. Damit es interessant wird. Oh Gott. Ich glaube, wir mal kurz auf eine Pause. RIP. Gott, ich hab's überlebt, glaube ich. Machen wir weiter. Gucken wir mal. Ja, also ob du es überlebt hast. Ja, wie auf jeden Fall NEZ. NEZ, ja. Netz. Netz. Net. Netz. Niet Kompromiss Kurva. Der Bar. Nie Problemo. Mi Senor. Hombre, hombre. Jesus, ist das Ding dünn. Alter, das bin ja fast eh. Oh. Oh, eine Benutzung könnte eingeleitet werden. Zumindest in meinem Let's Play, ja. Tatsächlich nicht, das ist schade. Ja, eigentlich schon, stimmt. Das müsste man eigentlich auch mit einprogrammieren. Oh Gott, jetzt muss ich gleich niesen, Alter. Ich hasse mein Leben. Lauter Körperfunktionen, die wir reinspielen. Stell dir vor, es ist 2020, du hast keine Körperfunktionen, die angenommen werden. Stell dir vor, es ist 2021 und du hast noch Körperfunktionen. Junge. Und, oh, sie hat ihr Bestreben erfüllt. Mal wieder. Und basische Bedürfnisse wie Hunger oder sowas. In 2020. Guck mal, ich kann ein Computerfreak werden. Nice. Das war pissig hier. Obwohl, nee, wir können sie unten machen. Oh, sie hat schon das erste fertig. Oh, gut. Sehr schön. Konzentration bei 2 Stunden. Videospiel. Wie wird man. Achso, sie ist konzentriert. Okay, dann spiel Videospiele. Spiel spielen. Die Zuflucht, Junge. Die Zuflucht, okay. Mit ganz vielen Punkten. Ist das eine Anspielung auf 4? Hoffe ich doch. Wahrscheinlich leider nicht mal. Nee, das ist Sims mit Medieval oder wie das heißt. Ja, das sieht eher nach einem Rollenspiel aus. Die tanzen da unten ab, als gäbe es kein Morgen mehr. Junge, die twerken für Geld. Geht in deinem Let's Play auch leider nicht. Ja, leider. Eine Menge lustige Sachen. Hat sie nicht gesippt? Hey, da hat dir gerade jemand das böse Wort gesagt, was ich nicht sagen darf, sonst aktiviert sich das Gerät. Tatsächlich aktiviert sich das Gerät nur, wenn ich das direkt am Anfang des Wortes sage, des Satzes sage. Wenn ich jetzt mitten im Satz Alexa sagen würde, würde sie nicht reagieren. Hm. Hallo, sipp doch endlich! Was ist die weibliche Version meines Vornamens? Chrissy? Feck! Irgendwie kriege ich dich nochmal dazu, Alexa zu sagen. Wahrscheinlich ehrlich nicht. Ich bin nicht dumm. Ich bin nicht intelligent, wollte ich sagen. Intelligentkeit? Intelligentend. Junge, du sollst zippen. Ja, das zippt den hier einfach, wie auch immer das ist. Ja, Rico. Oh. Och nö. Pause. Weg. Warum sind die einfach und warum sippt sie? Warum sind die überhaupt alle in diesem verfickten Gang drin? Das ist eine gute Frage. Hätte den abschießen sollen. Vielleicht, ja. Ah ja, hättest du. Hey, guck mal, einer von denen schlief tatsächlich. Statt Rip. Nur zu nappen. Smart. Eine kleine Nappung einleiten. Moment, das könnte die Tochter gewesen sein, fällt mir gerade auf. Okay, Erwachsenwerden, Technikguru-Karriere. Hm.
Für Zeit für einen neuen Job. How the fuck? Hat sie überhaupt einen? Ach ja, Politikerin. Stimmt. Ist ja Politiker geworden. Ja komm, die würde ich einfach. Ich versuche einfach alle Dinger mit dir abzuhören. Oh, komm, ich kann Politikerin werden. Kappa. Was soll ich mir machen? Schon die ganze Zeit, verstehe ich gar nicht. Kritikerin. Technikguru. Technikguru. Moment. Ihr Vater. Ach nee, typischer ihr, war doch Technikguru. Ja, ihr Ziehvater. Null im Programmieren, ja, klingt vernünftig. Ja. Programmier doch mal, so. Spiel modifizieren vielleicht? Nee, sie muss hier ein App oder ein Videospiel machen. Sie hat beides noch nicht freigeschaltet. Hm. Oh. Sie ist auf Level 6 im Programmieren jetzt schon. Ist doch da gut. Steht eine alte Dame, die, glaube ich, zu deinen Gefangenen dazugehören möchte. Spielstopp. Nope, die ist schon selbst ein Empire. Fuck. Sie ist ein Empire Ass. Sie wird jetzt ihr Leben lang alt bleiben. Der Geburtstag von Wiegand naht. Sehr nice. Oh ja, wunderbar. Junge, das ist ein Beat. Sicker Beat. Yeah, Freestyle mal drauf. Das ist tatsächlich echt nice, Alter. Das hört sich gar nicht so scheiße an. Dann Beatbox drauf. Junge, beatboxst du doch endlich. Du hast lange nicht mehr gebeatboxt. So, genug gebeatboxt. Anzweifeln. Snare noch nachgeliefert. Er kommt da echt hin. Ich dachte, er kommt dann. Okay, er ist halb in der Wand drin, aber was soll's. Ja, das reicht ja. Gut genug. Ich glaube, eine der Wände müsste eigentlich ein Zaun sein. Saun? Saun, ja. Kannst du nicht eine. Ah, ne, kannst du aber nichts machen. Ja, dann muss erstmal ein Sip machen. Der Ba. She is Sip. She cat go. She was? Cat go. Cat go. Achso, ja, da hinten stimmt es ja. Cat go. Die würde in meinem Let's Play so kaputt geraped werden, ne? Von dir. Ja. Und du existierst in Let's Play nicht. Noch nicht. Das lässt sich ändern. Weißt du, was sich nicht ändern lässt? Die eigene Hautfarbe? Doch, zu Michael Jackson hat's vorgemacht. Stimmt. Muss ich eine richtige Krankheit holen. Ich weiß jetzt zwar nicht, wo man die herkriegt, aber ich vermute mal von Sex mit Kindern. Damn, boah. That's nasty. Yeah. Warum sippt sie denn nicht? Was ist denn los mit ihr? Sie möchte sterben. Sie ist suizidal. Ja, okay. Also erstmal sippen. Danach kann sie suizidal werden. Och, Junge, Alter, ich schick dich gleich in die Sonne. Sie verweigert das Essen. Das ist auch eine Form von passivem Suizid. Also ist schon Stufe 3, sehe ich gerade. Oh. Jetzt programmier doch endlich mal was Interessantes. Wieso kann sie nichts Gescheites programmieren? Mach einen Nebenjob, was immer das ist. Ich hab angefangen. Ich brauche einen Mod für einen Ego-Shooter, den ich gerade spiele. Ich brauche etwas, damit ich super Punkte sammeln kann. Ich habe gehört, du hast. Okay. Dass ich so ein fucking Aimbot bauen. Ja. Butze. Hat sie ihre Hausaufgaben schon gemacht? Natürlich nicht. Vegant, du Elefant. Vegan, du kleiner Elefant. Rutscht dir den Schwanz bis im ganzen Land bekannt. Töre. Oder so. Ach stimmt, die muss ja auch noch, Bitchen? Ja, also sie muss noch ihre Unschuld verlieren. Sie muss, verdreckt werden. Nein. Dann boah, she thick. She thick, boah, halten die, sie ist Teenager. Darf ich nicht sagen. Hä? Barely legal jailbait? Ah ja, mir fällt gerade ein, wir sind außerdem in Deutschland. In Deutschland gelten da andere Regeln als in den USA, also she's sick!
Junge, der Part ist eigentlich vorbei, aber wir müssen noch einen Sip einleiten, weil sie zur Arbeit muss. Noch nicht zur Arbeit gehen, erstmal einen Sip einleiten. Mehr, Vampir, Plasma trinken. So einen ausgiebigen Trank nötigen. Ausgiebig. Nötigen, Junge. Ja, Nötigung findet im Schadenverkehr auf dem Start. Naja, Schlagstückerli. Ach ja, sexuelle Nötigung. Katzdingens stinkt. Sollte ich mal selber putzen. True. Aber dann würde ich sagen, ich hoffe, dabei gewollt, wir sehen uns. Tschüss.